So, liebe Leute, ja, hallo erstmal zusammen und ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Episode, neuen Folge. Wir waren in der letzten Folge noch ziemlich verzweifelt am Suchen nach dieser Elytra. Und wie ihr seht, die habe ich jetzt hier schon im Inventar. Und zwar, ne, die ist hier drin. Und das heißt, ich habe mit Fly das natürlich gemacht und habe mir die mehr oder weniger jetzt dann vorhin mit kann ich das wieder zurückstellen, das Survival wieder zurückstellen, ne? Habe ich mir das hier unten drunter mit 10.000 Toten erkämpft. Die ist hier unten im Rumpf drin gewesen, vorne vor der Wand. Und dann, da wo die jetzt wieder auf uns schießt. Hier war der Frame. Die Kisten habe ich ja schon geleert hier, ne? Aber hier war eben dieses Ding. Und den können wir jetzt auch noch killen. Dann gucken wir. Also irgendwo muss man so eine Schurkerkiste mal kriegen. Wäre mal nicht schlecht, ne? Hätte ich ja Bock drauf. Eine Schurker, aber ich habe noch, ich weiß gar nicht, wie man so eine Schurker kriegt, so eine Schurker, Schurker Shell, ja, ich weiß gar nicht, wie man so eine Schurker Chest macht. Mal gucken. Schurker Chest, wo hier diese hier, Schurker Box, genau. Achso, guck mal, da haben wir zwei von, das heißt, wir kriegen so eine. Was ist das denn für eine? Achso, da musste jetzt Farbe, ne, mit Farbe, ja, ist ja doof. Nee, gut, aber so eine von denen kriegen wir so demomäßig, ne? Da bauen wir das mal hier eine von den Kisten ab, dann haben wir die schon mal fast fertig. Ja, da haben wir jetzt natürlich hier kein Crafting Table, aber es ist ja auch egal. Wir haben halt, ne? Mit der Ender Push können wir den ganzen Kram jetzt erstmal bei uns ins ME-System schaffen. Vorne hier diese hier, die ist ja das Wichtigste. Oh, die ist voll. Ach, die haben wir gar nicht rausgehört. Haben wir gar kein Dings vom ME-System. Oh, da wird es aber knapp mit dem Platz. Also. Ich wollte noch ein bisschen gucken, ob ich hier noch was mitkriege hier. Gut, den Baustein nehmen wir noch mit. So, der sollte auch noch im Inventar passen. Da haben wir noch zwei Plätze frei. Und ich bin also auf diesem Schiff jetzt. Ja, da oben, da oben ist ja vielleicht auch noch eine Kiste. Da gehen wir mal auf. Da bin ich noch ein bisschen was von der Spannung und vom Sterben mitkriegt. Ne? Ja. So, meistens ist hier oben auch eine Kiste. Ne, haben die jetzt hier gar nicht. Na ja, gut, ne, dann, guck mal, da schießen sie schon wieder auf uns. Guck mal, da hinten, da kommen sie schon. Ne? Also echt, das ist aber ein Riesenteil. Ich war da hinten überall, könnt ihr ja sehen, wo die ganzen Schwatten können wir hier mit C. Ja, hier die ganzen Dinge da habe ich mich dann durchgearbeitet, hier die einzelnen, alles mit dem Hammer aufgeschlagen, rein und dann wieder zurück und so. Also war schon super nervig. Ne? Aber okay. Heißt, wir können jetzt theoretisch, ja, ist klar. Dann bin ich drin. Eigentlich wollte ich mich jetzt hier hinporten, aber wenn die mich da schon automatisch hinschmeißen, dann bin ich jetzt mal da. Jetzt gehen wir mal erstmal und machen wir hier unser Ding hier leer. Und dann werden wir mal sehen, ja, mit den ganzen Enchantments und Disenchantments, da müssen wir gleich mal gucken, ob das sich lohnt, hier diese Dinge, sagen wir zu Dis oder nicht Disenchantment, wir haben ein Enchantment, ein Enchantment Extractor, ich weiß nicht, haben wir das Ding schon? Enchantment Extractor, genau, der hier, ne? Also mit dem könnte man das mit den Büchern und so machen, theoretisch. Aber na gut, genau, hier hinten. Da hole ich mir jetzt erstmal die Elytra raus und die packe ich jetzt ins ME-System, aber das nützt mir nichts, weil ich das nicht hinkriege. Wir müssen, warte mal, wir müssen die Dias haben. Die Dias haben. Hier haben wir jetzt hier 25 hier. 25 haben wir davon. Und wir brauchen, ich glaube, 50. Also das muss genau eins, also Verdoppelung sein, dann hätten wir das Ding. Ne? Wir haben ja hier hinten so eine. Ne, Slip Touch ist das nur. Wir haben gar keine. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch was finden. Das ist Mending, Fortune. Fortune passt doch, ne? Fortune 3. Fortune 3 sollte es doch tun, ne? Aber es geht, glaube ich, nicht mit der Slip Touch hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die das weiß. Wir können es ja mal probieren. Wir müssen die erstmal disenchanten oder extrakten und dann werden wir mal gucken. Also erstmal hier jetzt, Buch. Haben wir denn überhaupt Bücher? Ja, haben wir ein Buch. Oh, guck mal. Ja, so muss das. Ne? So muss das. Die beiden nicht mal wieder vertauschen, damit ich meine Ordnung wieder habe. So, dann schauen wir mal. Der hat ja nur Fortune drauf. Also Buch reinschmeißen und dann kriegen wir unser Büchelchen mit Fortune 3. Das Ding können wir dann quasi wegschmeißen. Und dann gehen wir hier auf unseren Anvil und sagen ihm, er möge bitte, aber das er jetzt macht, werden wir sehen. Ne, das macht er nämlich nicht. Ich wusste es. Ne gut, dann müssen wir mal eine andere bauen. Das kostet 3 Dias.
Oder ich baue eine aus Eisen. Ich glaube, das ist, wir nehmen hier eine neue aus Eisen. Ja, also ich meine, kann man wieder zurückentschanden. Ne? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass es verloren ist. Bevor die kaputt geht, das tun wir wieder da rein. Und hier machen wir, jetzt müssen wir erstmal auf den, genau hier hingehen. Schauen wir mal. Jetzt packen wir das Ding da rein, dann packen wir das Ding da rein, dann haben wir das hier, ne? So, Fortune 3. So, das heißt, er sollte wirklich genug rauskommen. Also wollen wir mal hoffen. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin, bauen das ganze Zeug auf und dann hacken wir uns von oben nach unten durch, bis wir dann hier unten am Boden wieder sind. Ich weiß nicht, ob ich so hoch komme. Ah, ist schon wieder Schluss, dann schauen wir mal. 3, ja, ist gut, ne? Also von der Rate her, also wir werden bestimmt die 50 zusammenkriegen, wenn das so bleibt. Und dann haben wir unseren Engineering, den kriegen wir dann hin. Und dann müssen wir natürlich immer mal wieder Dias fahren. Das ist eine der Laser Drill, der gibt uns Dias. Das werden wir auch einstellen, dass der Laser Drill uns Dias bietet. Da müssen wir mal gucken, auf was der jetzt steht. Und dann, na, guck mal, hier 46, ja, das passt, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und die Spitzhacke ist noch längst nicht kaputt, also da haben wir noch ein bisschen Luft, bevor wir die wieder zurück entschanden und dann in eine andere dafür nehmen. So, das 60, das ist doch genau das, was wir brauchen. So, jetzt kommen wir erstmal die Spitzhacke weg hier. Nicht, dass wir die irgendwie sinnloserweise irgendwo verknallen und dann war es das. So, jetzt müssen wir hier haben. Angel Ring. Den will ich jetzt haben. Dazu brauchen wir den. Ah, die Dings haben wir noch nicht. Davon brauchen wir 4 Stück. Ah, ey. Okay, komm her. 2, 3, 4. Und jetzt kriegen wir das Ding komplett. So, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir keine Lohnrouten. Dann gehe ich jetzt mal in unser Lohn fahren und hole mal ein paar Lohnrouten. Dann nehme ich jetzt, ja, machen wir mal einfach so, wie es ist hier. Gehe ich mal und schaue mal nach. Ne, gut. Da müssen wir jetzt mal gucken, hier, wo wir denn hier unser darüber sortieren hier, ne? Das kommen wir dann gleich an bei dem den ganzen Todesbrote noch. Also ich will jetzt zu der Enderman fahren, nicht? Ich will jetzt zu der Lohnspawner. Ich weiß nicht, gehen wir mal hin, gucken wir mal, ob das die Maschine ist. Ärgerlich, das ist die. Genau, mit dem altes, genau. Hier hatten wir ja mal den, den Bilderblock stehen und haben da ja unsere Ancient Debris bekommen. Und jetzt kriegen wir hier noch hoffentlich mal irgendwie 2 von den Dingern hier. Was wollen da? Lohnrouten, bitte, Lohnrouten. Mach mal. Auf dem Hammer ist auch Lack drauf. Das sollte dann irgendwie schon was bringen, irgendwann mal. Ah, guck mal, eine haben wir schon mal. Wir brauchen nur 2, dann gehen wir wieder zurück. Die Farm hier werden wir demnächst ein bisschen automatischer machen. Irgendwie hat einer, ich glaube, der Kronos oder wie der heißt, der hat geschrieben, dass wir mit einer gewissen Methode hier den Spawner auch abbauen können. Und dann würde ich mir natürlich eine Spawner-Farm bauen irgendwo. Ne? Aber das werden wir mal sehen. Oh, jetzt haben wir 2. Das gehen wir zurück, ne? Go, ME-System, Base. Ja, mal, und dann schauen wir, dass wir das Ding hier fertig kriegen. Dann haben wir ein Engineering. Hey. Lange, kräftig, Dinge hier für, was gibt da? So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Genau. Den kriegen wir jetzt noch nicht, weil wir noch 4 von den Blöcken brauchen. Kriegen wir auch nicht. Warum nicht? Gold, schmeißen wir mal Gold in den Ofen irgendwie. Hier ist Metri, ich glaube, es gibt mehr, ne, oder? Weiß ich gar nicht. Haben wir denn hier auch? Ja, haben wir auch, genau. Mal gucken, ob wir die jetzt hier. Da ist auch genug Energie. Was ist das hier? Molten Osmium, ich glaube, das vermischt sich nicht. Schauen wir mal. Auch die hier werden wir natürlich umbauen. Also, ach, das habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch jetzt gleich im Engineering.
Das sage ich jetzt gleich mit Angel. Ich hab in der Zwischenzeit, wo ich da hat sehr viel Zeit gekostet. Da habe ich jetzt hier, ihr seht ja schon hier mit der Treppe hier, also das habe ich ja letztens schon angekündigt, dass wir das machen wollen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und ist er jetzt fertig oder was? Bist du immer noch nicht fertig? Na komm, mach mal. Zack. Und der nächste bitte. 4 Stück brauchen wir. Das habe ich also hier gemacht und das zeige ich euch jetzt gleich natürlich. Weil das hat coole Effekte und das muss man natürlich noch weiter ausbauen. Also ist jetzt nicht irgendwie schon fertig alles, sondern ist jetzt mehr oder weniger die Steilvorlage da, wo es hingehen soll, ne? Irgendwann mal. So. Und noch einen sind wir durch. Und dann haben wir unseren Angel Ring. Ey, nicht genug. Ja, ist klar, komm her. Dann kriegst du nochmal einen Nachschlag hier. Ist ja noch genug Lava drin. Werden wir uns auch noch irgendwas bauen, dass wir unendlich Lava haben. Das kriege ich auch noch hin. Und wenn man dann so von diesen komischen Stalaktiten und Stalagmiten da eine ganzen Chunk voll machen. Aber das Dumme ist, man kriegt es aus diesen Dingern nicht raus. Aus den Cauldrons kriegt man das nicht raus. Das ist irgendwie total blöd. Komm, machen wir hier. Werde ich jetzt. Also da muss das noch was einfallen lassen. Oder wir müssen was anderes haben. Und dann müssen wir vielleicht doch einen Lasertill in den Nether stellen. Und da einfach nur den Lasertill auf Lava laufen lassen. Geht ja auch. Okay, da haben wir noch. Wir haben jetzt erstmal einen Laser. Also so weit sind wir jetzt nicht. Jetzt machen wir das mal weg hier. Zup, zup, zup. Und den jetzt sollten wir den kriegen. Und ja, guck mal, ist das nicht cool. Jetzt zeige ich euch erstmal meine Errungenschaften hier. Ah ne, ich muss erstmal hier mein Inventar packen. Ich glaube, der kommt hier irgendwie rein, ne? Das sieht gut aus. So, jetzt kann ich fliegen. Oh hier. Jetzt habe ich hier unten runter, habe ich so eine Wendeltreppe gebaut. Eine. Aber ich habe zwei gebaut. Von hier hinten auch noch mal eine. Ja, und die landen jetzt, also ist jetzt nichts Besonderes, aber es hat unheimlich lange gedauert, den ganzen Netherrack abzubauen. Und dann hier diese Treppe da, dass die einigermaßen ist. Die ist natürlich längst noch nicht fertig. Da müssen wir noch Geländer dran bauen und Lampen und Beleuchtung. Apropos überhaupt Beleuchtung. Was machen wir denn jetzt hier? Sehe ich denn jetzt was mit Beleuchtung? Na, hier ist überall, da müssen wir also alles noch, sonst haben wir die Mobs hier rumlaufen. Ne? Aber wie gesagt, es ist alles noch sehr frisch. Und jetzt kann man aber auch unter dem Meteoriten durchlaufen. Da müssen wir mal schauen, ob wir drunter in diesem Raum hier was gestalten. Da kommen wir so Eisen, das nehme ich direkt mal mit. Ne? Also das ist auch noch mehr, wow. So, jetzt müssen wir das wieder auffüllen. Natürlich ist das, passt nicht ganz von der Menge her. Na gut, kann ich ja irgendwann noch mal kommt. Wir werden hier unten sowieso einiges gestalten. Und das ist, also wir werden hier unten jetzt irgendwie, sagen wir, so auch Wohnraum haben, hier unten drunter, allein schon um zu sehen, wie der, dass wir da unter den Meteoriten wohnen und auf den Meteoriten und um die Meteoriten herum hier irgendwie, werde ich hier an den Seiten auch noch was bauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie ganz nice geregelt. Und ja. Ich mache mal ganz viele Fackeln hier hin, ne? Also das ist überall Licht hier. Guck mal hier, wie krass das alles ist hier. Das habe ich, wie gesagt, alles jetzt relativ frisch gebaut. Und das ist natürlich jetzt alles noch gar nicht so richtig abgeglichen mit Lichtlevel und sonst wie. Das ist natürlich nicht so ganz wahr, dass das ganz was wahre. Hier ist ganz viel Licht. Da muss man hier eine Wand mal einmachen. Das passt so gerade. Aber auch nur so gerade. Ja, passt. Also das ist, wie gesagt, das ist noch ausbaufähig. Ne? Also kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Ich mache auch nochmal einen drauf. Ja, schön. Müssen wir dann hier die Treppe natürlich nochmal. Alles klar. Ist da auch nochmal eine hin. Ja, das hat gepasst. Hier ist auch schon eine drauf. Also hier unten sieht es jetzt sauber aus. Ja, das müssen wir natürlich noch hier auf alles ein bisschen Design, die Wände noch mal schön machen. Hier ist auch noch was. Dass wir die Wände auch schön haben und so, ne? Hier ist auch noch eine ganze Menge an Licht, das fehlt. Naja. Aber so ist das halt, wenn man sowas baut. Dann bleibt einem immer noch ein bisschen was zu tun. Was ist, jetzt müssen wir einen Glaslappen haben. Da geht schöner hier oben auch noch mal. Na, hier ist noch mal eins. Na gut, machen wir es dahin irgendwie. Und dann bei der anderen Treppe auch noch mal gucken. Okay. So, das
sieht doch schon mal ganz cool aus hier. Das ist auch ganz nice. Hier oben müssen wir mal wieder was machen. Ja, passt. Aber mit dem Elden Ring, das bringt schon was. Also das war ja eine etwas hässliche Geschichte, aber hat dann trotzdem geklappt. So, okay. Ja, also ihr seht jetzt hier so auf die Art und Weise, haben wir jetzt zwei Eingänge hier. Ja, und das Ganze, was hier oben drauf ist, das bauen wir also komplett ab, einschließlich des anderen Sitzes, das bauen wir alles ab. Dann werden wir uns mal überlegen, ob wir hier in der Mitte noch irgendwie so eine Art schönen Fußboden uns hinbauen. Drumherum kann man ja hier ins Wasser gucken, aber dass wir in der Mitte noch irgendwie was haben, dass man ein paar Stühle hinstellen kann oder einen Tisch oder irgendwie was. Auch was sinnvoll, was man benutzen kann halt, ne? Und hier hinten die Farbe habe ich natürlich noch nicht weitergemacht, so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Aber okay, ich denke mal, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Menge gezeigt hier und gemacht auch. Ich glaube, da ist hier oben Licht drauf, da ist genug Licht, ja, okay. Ja, auf jeden Fall sind wir da jetzt auch schon mal wirklich einen Schlag weiter. Und wir können jetzt hier, gut, das muss ich natürlich alles wieder nochmal reparieren und umbauen und ändern hier. Ich glaube, wir werden diese Farben hier, diese hier und auch die Baumfarben, die werden wir weiter außen hin verlegen. Ich gehe mal auf die Karte. So, ich hatte mir nämlich irgendwie überlegt, dass wir hier in diesem Außenbereich hier auch so konzentrisch um diesen Meteoriten herum, dass wir hier drumherum auch noch eins, also ein Halbgebäude, also in so einen Halbkreis hier bauen, dass man dann hier in diesem Halbkreis eben Farmen haben kann. Muss mal gucken, wie groß man das baut, dass es nicht zu riesig wird. Aber wenn ich mir überlege, das ist ja schon in sich schon gar nicht ganz klein, dass man dann sagt, okay, machen wir hier mit einem gewissen Abstand. Ne, dann kann man den Innenraum dieses Abstands irgendwie gestalten, so Terraforming und irgendwie schöne Landschaft mit ein paar Blumenbeeten und sowas, Gartenartiges. Und hier außen drum würden dann die Farmen kommen, irgendwie von hier aus. Ne. Das muss man dann mal gucken mit dem Bilderblock, wie man das machen kann. Ne. Ja, das ist so meine Perspektiven, die ich mir jetzt so irgendwie langfristig überlege. Ne. Im schlimmsten Fall, wenn das hier nicht geht, weil es vielleicht zu gebirgig ist, dann können wir den gleichen Gedanken natürlich hier auf dem Wasser auch machen. Ne. Dass wir hier auf dem Wasser so ein Halbding haben. Da bin ich nur, vielleicht doch, guck mal, hier haben wir so eine Hafeneinfahrt hier vielleicht, ne? Gucken wir mal, weiß ich nicht, was hier unten noch nicht ist. Aber hier dann würde man hier so ein Halbding hier drum bauen. Und in dem Halbding konnte man dann ein Schiff reinbauen und außen und so. Also das überlege ich mir noch. Ne? Ihr könnt ja auch ein paar Vorschläge machen. Ne? Gerne als abonnieren, natürlich klar. Und liken das Video, wenn ihr es gut findet. Und natürlich auch kommentieren, möglichst. Weil das hilft dem Kanal auch zu wachsen. Also ich weiß ja gar nicht, wie diese YouTube-Engine da läuft oder da. Ne? Also dieses der Algorithmus, weiß man ja nicht. Aber wie auch immer, ich weiß jedenfalls nur, das war so viele Kommentare, viele Likes und so das und natürlich abonnieren, das hilft. Ne. Okay, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und jetzt mache ich schon wieder Feierabend und dann haben wir schon wieder spät genug, wenn ich auf die Uhrzeit gucke. Das ist ja, gut reicht. Wir sehen uns, liebe Leute. Besten Dank fürs Zuschauen und bis dann mal.